Ho, 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 Leute, ich habe Bescherung mitgebracht. Welche Riesenkalmare besser schmecken? Angefangen habe ich mit Almdudler, jetzt bin ich bei Dorschleber gelandet. Ein Broterfrischungsgetränk aus Russland. Leute, es wird so eklig. Hallo Leute, hier ist der Saal. Ich stelle euch vor, was ich demnächst alles rezensieren werde. Und der absolute Oberhammer kommt. Ah, den hebe ich mir bis zum Schluss auf. Bleibt dran, Leute. Ich war heute im Mixmarkt. Fish Snack. Ich habe heute wieder Dinge eingekauft, da würden andere Leute sich am Boden winden, wenn sie es nur anschauen. Fängt schon ganz locker an hier mit ein bisschen Ramen mit Käse-Bacon-Geschmack. Dann Aloe Vera, dickflüssige komische Grütze. Bisschen gelartig sieht es aus, da schwimmen auch komische federartige Partikel rum. Naja, dann noch so ein paar einfachere Dinge wie Kartoffelzucker, Snackriegel. Das soll schnelle Energie geben. In Russland habe ich mir sagen lassen. Dann hier verschiedene Fischnudeldinger, Fischstreifen. Das ist so ein Knabbersnack aus Asien, jetzt weiß ich nicht aus welchem Land. Aus Holland wird es auf jeden Fall importiert. Und die habe ich in verschiedenen Sorten, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Da habe ich auch noch das hier. Spicy, also ein bisschen würziger. Hot. Das ist dann hot, würzig, scharf. Und natürlich Barbecue. Da werde ich dann probieren, welches am besten ist. Dann habe ich mir nochmal Speckkrusten geholt für den ultimativen Speckkrustentest, den ich bald machen werde. Die Dinger mit dem süßen Igel, die habe ich schon tausendmal gesehen, die musste ich einfach einmal mitnehmen. Süßkartoffeln, die waren einfach so dick und billig. Dann mache ich mal eine raus. Ich bin jetzt nicht so der riesen Süßkartoffel-Fan, aber schaut euch die Dinger mal an. Da reicht eine einzige. Die schäle ich dann innerhalb von einer halben Minute und dann habe ich Essen für zwei Personen. Süßkartoffel-Pommes sind ja so in aller Munde jetzt, ne? Hat irgendein Restaurant angefangen, jetzt macht es jeder nach. Dann werde ich probieren, welche Brotwürfel besser schmecken. Nämlich die mit Käse oder die mit Lachs. Das schüttelt mich schon, wenn ich nur dran denke. So, dann werde ich noch die hier probieren. Und vergleichen mit den anderen, die ich gekauft habe, diese einen Pfennigriesen. Und dann werde ich sehen, ob das das gleiche ist oder ob das eine ein veraltetes Rezept ist oder so. So, eine Kokosnuss für 69 Cent. Die kosten normal immer viel mehr. Die kosten bis zu 2 Euro. Im Kaufland habe ich vor kurzem eine für 1,29 gekauft. Und wie das bei mir so ist mit meiner kleinen psychischen Krankheit, also diesem komischen Phänomen, dass wenn ich ein schlechtes Geschäft gemacht habe und ich sehe das gleiche Geschäft nochmal in einer positiveren Form, dann muss ich das gleiche Geschäft nochmal tätigen. Hat jetzt keiner verstanden, egal. So, dann werde ich noch probieren, welche Riesenkalmare besser schmecken, nämlich die geräucherten oder die nicht geräucherten. Ja, da ist immer so ein Haufen Geschmacksverstärker drin. Das schmeckt so richtig nach Glutamat, das Zeug.
Aber was ich nicht alles für euch mache. Und hier ist Dorschleber. Ja, das wird ganz besonders toll, ne? Angefangen habe ich mit Almdudler, jetzt bin ich bei Dorschleber gelandet. Aber das ist noch nicht das Schlimmste, was ich hier habe. Das Schlimmste kommt noch. Und das ist... Nein, Kwass ist nicht das Schlimmste. Kwass ist ein Broterfrischungsgetränk aus Russland. Das trinken die dort alle. Es ist so ein bisschen wie Malzbier. Also ein bisschen wie Karamalz, aber so ganz vergleichen kann man es nicht. Jetzt will ich mal die Sorte hier probieren. Das war jetzt die teuerste Sorte, die ich gefunden habe. Und ich hatte schon verschiedene Sorten, also die schmecken so unterschiedlich. Das ist nicht so wie Pepsi und Coca-Cola zu vergleichen. Das ist wie wenn man Orangenfanta mit Erdbeerfanta vergleicht. Schon fast. Ja, ein bisschen übertrieben, aber es gibt schon krasse Unterschiede. So, diese Dinger, die habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, oder? Diese riesigen Tomaten, also was heißt riesig, diese großen Gläser, ich habe jetzt hier das kleinste genommen, diese großen Gläser mit normal großen Tomaten, mit einem Haufen Gewürz drin. Und Kräutern. Meistens sind die mit Dill. Jetzt habe ich hier mal scharfe Tomaten genommen. Und da werde ich mal herzhaft in eine reinbeißen. Also ich habe mich immer davor geekelt. Ich mache es jetzt wirklich nur für die Allgemeinheit, dass ich mal so ein Glas hier probiere. Bisher habe ich mich immer davor geekelt. Wobei ich hatte mal das gleiche, ungefähr das gleiche als Cherry-Tomaten. Und das war, naja, war okay, aber... Ich glaube nicht, dass es jeder runterkriegen würde. Also jetzt nichts gegen die russische Küche und russische Lebensmittel, aber es ist einfach für uns sehr das ist einfach für uns sehr gewohnheitsbedürftig, für uns Mitteleuropäer. So, und jetzt... Oh, sorry. Ah, halt. War was vergessen. Oh, es ist in der Mitte zerbrochen. Eine Glukosetafel. Da werde ich mal sehen, wie purer Glukosesirup aus Maisstärke schmeckt. Wobei ich habe sowas Ähnliches schon mal probiert. Und jetzt kommt der absolute Oberhammer. Also vor dem werde ich am allermeisten Angst haben. Tada! Seht ihr es? Lest mal, was da drauf steht. Ups. So. Kann man es lesen? Falls nicht, dann lese ich es euch vor. Brassen. Gesalzen und gedörrt. Und jetzt kommt's. Unausgenommen. Leute, es wird so eklig. Ich habe wirklich Angst davor. Aus Binnenfischerei in Kasachstan. Und drin sind Brassen und Salz. Öffnen, geöffnet innerhalb von 48 Stunden verzehren. Also das kommt auf euch zu, beziehungsweise auf mich. Ja, kann ich eigentlich nur noch sagen, es kommen krasse Zeiten auf uns zu. So ein Programm erlebt auf jeden Fall nicht alle Tage und das ist erst der Anfang. Das war nämlich erst mein erster Einkauf, den ich im Hinblick auf den Kanal hier gemacht habe. Die Verkäuferin vom Mixmarkt hat sicher gedacht, wow, da kommt ein hartgesottener Osteuropäer hier in den Laden rein. Also, ich glaube, selbst eingefleischte Russen kaufen nicht so viel von dem Fischzeug und so weiter. Ich stelle mir so vor, so ein alter Mann an einem Meer, am russischen Meer, und er schaut in die See hinein und beißt in so einen Fisch, in so einen unausgenommenen Fisch rein und trinkt seinen Wodka dazu oder sein Bier oder seinen Kwass. Ich glaube, diese Salzfische isst man hauptsächlich zum Bier. Also Leute, falls ihr
Bock habt, euch solche Sachen reinzuziehen, dann abonniert mich. Gebt mir einen Daumen hoch, falls ihr in freudiger Erwartung seid. Und dann sehen wir uns. Bis bald, Leute.